Hallo, ich meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Ghost of Tsushima. Wir sind hier wieder beim Tempel, da haben wir ja das letzte Mal aufgehört. Und heute machen wir mit einer Main Story weiter, beziehungsweise beginnen eine neue Geschichte, und zwar die von der Fürstin Masako, die wir ja rekrutieren müssen, um den lieben Onkel zu befreien, ja? Da reiten wir jetzt auch hin. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Hoppe-Hoppe-Reiter mit dem Pferdchen und gucken mal, was wir bei der Fürstin Masako so machen. Und ich reite in die falsche Richtung. Das ist sehr gut. Ja, ja, meine Klinge bearbeitest du jetzt gar nicht. Hier haben wir ja letztes Mal noch die Geschenke abgeholt. Den Himmelsschlag haben wir gelernt im... Oh, da war was zum Mitnehmen. Den Himmelsschlag haben wir gelernt im letzten Part, beziehungsweise auch diese mythische Geschichte abgeschlossen. Und... Oh, das ist noch ein unentdeckter Ort. Ja, da bin ich natürlich immer sehr, sehr neugierig, was denn da so ist. Und wenn er schon ein bisschen auf dem Weg liegt, kann man den unentdeckten Ort ja kurz entdecken gehen. Aber leider war kurz ein Auto, wenn man das gehört hat. Ich denke mal, hier oben ist dieser unentdeckte Ort. Goldgipfelschrein. Aha! Ein Schrein. Gut, dann gehen wir mal vom Pferd runter. Das wird wahrscheinlich wieder so ein kleines Jump'n'Run-Spielchen, um den Schrein zu erreichen. Denke ich jetzt mal. Letztes Mal war es ja so, genau. Ja, hier hin. Ja, finde ich cool. So kleine Jump'n'Run-Sachen, beziehungsweise halt so versteckte Wege, um an einen Schrein zu kommen. Gefällt mir. Vor allem hier, wenn du kriechen gehst, ist er plötzlich in der First Person Ansicht bist. So, da habe ich das Wort. Bisschen versteckt der Schrein hier, ha? Kleines bisschen versteckt der Schrein. Gibt's hier noch was zum Sammeln? Ja, Blumen. Kann man immer brauchen für die Designs der Rüstungen etc. oder auch der Waffen. Ich glaube, jetzt geht's hier so, genau. Ja, wir kommen der ganzen Sache immer näher. Bambus. Hier geht's nicht durch. Ah, hier geht's dafür durch. Kann ich hier was mitnehmen? Nein. Okay. Ich glaube, hier geht's ebenfalls nicht durch. Es geht... Ja, es geht da nach drüben. Okay. Eibenholz. Alter, ist ja ein richtig langer Weg zum Schrein. Holy shit. Die haben sich richtig Mühe gegeben bei dem. Nice. Sehr, sehr nice. Haben wir ein paar Vorräte. Hier wohnt irgendwie jemand oder hat jemand gewohnt. Interessant, interessant. Beweg dich mit L zum nächsten Greifpunkt. Ja, ich weiß. Ich spiele das nicht zum ersten Mal. So. Jetzt hier hin. Ja, Blumen. Oh, fall mir jetzt aber nicht runter. Weil, wenn ich runterfalle, ja, dann wird's wehtun. So. Alle hopp. Ja, jetzt noch einen nach oben. Und jetzt müssten wir eigentlich da sein. Genau. Dann ehren wir mal den Schrein. Alter, richtig geil. Vor allem die Aussicht hier oben auf dem Berg. Richtig, richtig schön. Gefällt mir richtig. Talisman von Amaterasu, Talisman des Sonnenkamis. Gegner zu töten stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Oh! Okay, okay, okay. Nachladegeschwindigkeit, zusätzlicher Schaden. Mehr Gesundheit, wenn ich mich heile. Dann nehme ich die Nachladegeschwindigkeit der Pfeile. Bisschen nach unten. Und jetzt Schrein verlassen. Oh.
Ja, das ist ja super, dann musst du nicht den ganzen Weg nach unten klettern. Pferdchen, alle hopp. So, jetzt können wir hier für den Masako wieder reinnehmen. Die Geschichte von Fürstin Masako. So, lieber Wind. Leite mich! Oh, da ist noch Bambus. Ja, nehmen wir natürlich mit. Was ist los? Hier müssten Mongolen... Ah, da hinten sind wahrscheinlich Mongolen. Ja, dann fordern wir sie mal heraus. Zeigt mir, was ihr könnt. Dreckiges Gesindel. Noch kein einziges Duell verloren. Noch keins. Und das wird auch so bleiben. Ja, gib ihm. Sehr gut. Oh, shit. Ja, los. Oh, yes, baby. Oh yes, baby. Oh, da kommt der mit dem Hammer. Wo ist der mit dem... Ah, da ist einer mit einem Pfeil. Schlägt's ihn auf, los! Ey! Bist du behindert? Boah, das schnelle Ausweichen ist echt nice. Gib ihm, los! Endlich! So, wo ist der letzte? Da hinten. Oh, shit. Ah. Alter. So. Sind sie erledigt? Oder lebt noch einer? Ne, sind alle tot. Die Musik ist zu Ende. Die Bogenschützen sind meiner Meinung nach am unangenehmsten von allen. Hat sie vielleicht noch ein Artefakt oder so? Zirpende Grillen. Aha. Ah, ich muss Options gedrückt halten. Grillen sind ein Symbol des Herbstes und Inspiration für eine Vielzahl von Gedichten und lyrischen Texten. Da ihr Gesang geschätzt wird, werden sie oft in kleinen Käfigen gefangen gehalten. Sie kommen überall in der Natur vor, auch wenn einige sagen, man findet sie besonders auf Friedhöfen, wo sie die Toten besänftigen. Zirpende Grillen benötigt, um eine neue Flötenmelodie zu lernen. 4. Okay, interessant. Hat sie vielleicht sonst noch irgendwas Spannendes? Mal gucken, aber ich denke nicht. Das war jetzt einfach ein Friedhof, der von den Mongolen besudelt wurde. Und jetzt von mir gereinigt. Ja. Pferdchen, komm her. Hallo. Ah, da bist du. So, Fürstin Masako. Wo bist du? Hier geht's durch. Wunderbar. Finde ich eigentlich... Es ist gewöhnungsbedürftig, die ganze Geschichte mit dem Wind. Dass der dich leiten soll. Aber es ist cool irgendwie. Und das ist, glaube ich, Fürstin Masakos Anwesen. Das Adachi-Anwesen ist das. Na gut, dann gucken wir mal, wo sie ist, die Fürstin. Ich suche das... Naginata. Adachi-ken-onna-no-mono-da-na. Kazoku-o-mamoro-to-shita-no-ka. Oh je. Mado-kara-kodomo-nigaso-to-shita-yo-da. Alright. Hoffentlich kommt dir keine... Was ist das? Vorräte? Das kann man nicht kaputt machen. Gibt's hier noch eine andere Tür oder so? Oh, warte, da war noch was. Lass doch die Tür einfach offen. Leder. Ja, kann man immer brauchen, Leder. Dann ist im zweiten Haus noch was. Oh shit! Banditen! Weg mit euch, dreckiges Gesindel! Verpisst euch!
Komm her! Du willst ein Bandit sein? Gar nichts bist du. Komm, schlag zu. Oh yes, Baby. Ich weiß nicht, wer das war. In den Ställen, alright. Hier gibt's noch einen Raum. Aber zum Mitnehmen gibt's hier, glaube ich, nichts. Oder doch? Leder. Wunderbar. So, dann gehen wir mal zu den Ställen. Ja, mein Pferd chillt da. Auch gut. Leere Stelle. Jetzt habe ich kurz einen Schluck genommen. Leinen, okay. Hier gibt's ja was zum Untersuchen. Folge den Fußspuren. Na dann machen wir das doch. Ja, ist jetzt vielleicht nicht die beste Idee, einen zu verfolgen, der ein Pferd dabei hat. Kehre zu den Fußspuren zurück. Lol. Muss ich hier durch? Folge den Fußspuren. Ja, hier sind die Fußspuren. Ah, hier rein sind sie. Die Frage... Ah, hier geht's weiter. Alright. Jetzt müssen wir einfach den Pfeilen folgen. Hier liegen die Pferde. Oh je. お主は堺家の駒田の生き残りはおらぬと聞いていたが。 夫は? に恥じぬ見事なお働きでしたが、討ち死にを。さようか。なぜここへ？叔父上が囚われの身に手を結びましょう。私は叔父上を、そちらは仇を。足立家はもう 終わりだ。対馬の者が手にかけおった。裏切り。己を守る侍をなぜ。それはこれから突き止める。助太刀いたす。いらぬ。我らの争いに余計な首を突っ込むな。対馬の武家は相見たがい。私も 残されたものの痛みは知っております。お主まで死んでは申し訳が立たぬ。死にませぬ。ついてこい。 Na gut. Die Geschichte von Fürstin Masako. So, Folge Masako. Dann machen wir das doch. Geht das auch schneller? Ja, geht. お館に賊がおりました。生き残りを探しておったのであろうな。夫が息子らと駒田へ出立した夜のこと。近く供が来たのだ。子供や孫らを姉に託し、 二人の息子の嫁らと共に戦ったのだが、多勢に無勢。
私だけが生き延びた。さながら駒田の戦。私の戦は終わっておらぬ。皆をここに埋めた一族の眠る場所だ。Ehrenvoll. Wie es bei den Samurai so war. あるまじきことです。姉も亡き夫と共に眠りたいはず、北の地で。なれど今は足立の墓に。Tja, so ist es im Krieg. Leider. Mögen Sie in Frieden ruhen.お一人残されるとは。一人ではない。刺客が生きておる。Sie verdienen den Tod。受けさせましょう。奴らがのうのうと生きておるなど、一族の恥。恩美の咎ではない。この手で成敗せねば、顔向けできぬわ。So, der goldene Tempel, ist das ein anderer? Ja.Geht es nicht ein bisschen schneller? Sieht nicht so aus. Onushi hitori de itte kure. Sōgen という層を探し、足立家の顛末を伝えてほしい。どういうおつもりですか？やもめの頼みは聞け。Sōgenと話したら、甲冑師を見つけろ。修繕を頼んだ鎧がある。Onushi にくれてやろう。かたじけない。では。私は寺の裏口で待っておる。Na, dann gehen wir mal rein. Suche nach Sōgen und sprich mit der Rüstungsschmiedin. Das können wir heute definitiv noch machen. Sakai-sama. Hallo. Oder ist das der goldene Tempel, den ich schon mal war? Das glaube ich tatsächlich der, den ich schon mal war. Okay. Hallo? O Samurai, Kashine no Mori ni itte wa narimasen yo. Asoko wa ikareru onryou no sumika.侍の霊が血を求めています。今は戦の最中、すべて人の仕業であろう。ですが森に入って戻った者はいません。モコも島の者も。それにムクロはすべて侍の太刀で切られているそうです。怨霊ごときが太刀を握れるものか。調べてこよう。Ja, da haben wir schon was für morgen zum Erledigen. Ist das hier in der Nähe? Oh nee, das ist...Ja gut, so weit weg ist es auch nicht. So, gehen wir zuerst zur Rüstungsschmiedin. Die ist da hinten. Hallo! Oh, da ist noch Bambus. Das ist tatsächlich der gleiche Tempel, den ich am Anfang des Parts war. Samurai-Clan-Rüstung, eine robuste Rüstung, die einst einem der Söhne von Fürstin Masako gehörte. Kann ich die ausrüsten? Kann ich und sieht sogar noch cool aus. Verringert sämtlichen Schaden um einen mittleren Wert. Mittlere Erhöhung der Gesundheit, das Erleiden von Schaden gewährt 15% Entschlossenheit. Cool. Yoku onihai de gozaimasu yo.島に二つとないものです。大事になさってください。もしもお気に召さないことがあれば、いつでも直しましょう。その際は素材をお持ちください。助かった。Ja, danke. Jetzt muss ich noch nach Sōgen suchen. Die Frage ist, wo ist Sōgen? Bist du das? Nein.Der wird mir irgendwo. Muss der mir ja angezeigt werden. Oder ist er da drin? Wer von euch ist Sōgen?
Hallo. Ich bedanke mich nicht hier für die Vorräte, aber die nehme ich auch gerne mit. Who the fuck is Sogen? Hä? Welcher von euch ist das? Bist du das? Gibt's Geschenke für mich? Nee. Huh. Wer von euch ist Sogen? Vielleicht ist er hier. Kann ich da rein? Kann ich nicht. Ich meine, der muss ja irgendwie so verkleidet sein. Bist du Sogen? Bist du nicht? Hä? Kann ich hier was machen? Nö. Sogen! Wo bist du? Kann ja nicht sein, dass der nirgends ist. Ah! Sogen ka? Sayou de. Sakai to mousu. O samurai. Nani yo de? Masako dono kara kotozute da. Wadashi ke no oyakata ga osuwarete. Hoka no mono wa shinda to. Moko ga? Iya. Uragiri da sou da. Oitawashi ya. Iksa jitaku o shita yatsura ga tera ni konakatta ka? Sono yona oboe wa. Tsutome ni isogashiku shite orimasu yue. Masako sama naraba yorokonde kono tera ni kakumaimashou. Thema o torashita na. Ich werde sie ausrichten. So, aber erstmal sage ich für heute danke fürs Zuschauen, das war's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss, meine Lieben.